Ihre Kinder will Gauri in Sicherheit großziehen, doch im Norden Sri Lankas bedeutet das einen täglichen Kampf. Ihr tamilischer Ehemann wurde im Bürgerkrieg 2009 als Rebell getötet. Seitdem wird Gauri immer wieder sexuell belästigt. Dreimal musste sie bereits umziehen. Zwei Männer haben sich als Freunde meines Ehemanns vorgestellt. Sie sahen anders aus, sie waren nicht aus der Gegend. Sie haben an meinem Kleid gezerrt und mich in mein Zimmer gestoßen. Ich bin hingefallen und habe geschrien. Danach sind sie weggerannt, aber später haben sie mich angerufen und gesagt, sie würden nachts wiederkommen. Obwohl die Kämpfe vorbei sind, haben viele Frauen Angst angesichts der Berichte über sexuelle Gewalt, angeblich durch Männer der singalesischen Mehrheit. Oft werden die Taten nicht geahndet. Laut Menschenrechtlern sind noch immer viele Waffen im Umlauf. Das sorgt in der Gesellschaft für Misstrauen und Angst. Seit dem Ende des Bürgerkriegs hat die Regierung viel Geld investiert, um das Land wieder aufzubauen. Bei den tamilischen Witwen aber kommt das kaum an. Es gibt keine Sicherheit, kein Auskommen für Witwen. Die Regierung hat einigen von ihnen Häuser gebaut, aber das reicht nicht. Sie müssen für sich selbst sorgen und darüber hinaus sind sie als Witwen Ausgestoßene der Gesellschaft. So müssen die Witwen nicht nur um ihre leibliche Unversehrtheit fürchten, sondern auch gegen die Armut kämpfen. Das Ende des Bürgerkriegs bedeutet für viele das Ende der Kämpfe, aber Frieden hat er den tamilischen Witwen noch nicht gebracht.